Das hier ist eine Garnitur von Meißenvasen, die als diplomatisches Geschenk von dem Kurfürsten und König von Polen, Augustus III., an den Landgrafen Wilhelm VIII. Geschenkt wurden. Solche diplomatischen Geschenke waren im 18. Jahrhundert, sollten immer Güter des Landes sein. Und da der Vater von Augustus III., Augustus der Starke, die Meißenmanufaktur 1710 gegründet hatte, gab es natürlich in Sachsen ein Produkt, das niemand anders in Europa in dieser Qualität herstellen konnte, nämlich europäisches Porzellan. Diese Garnitur, die wir hier sehen, wurde höchstwahrscheinlich 1740 anlässlich der Hochzeit des Erbprinzen Friedrich II. Mit Maria von England an den hessischen Hof aus Sachsen geschickt.